16:40 Uhr, also keine 20 Minuten mehr bis zum Highlight des Tages, bis zum 10-Kilometer-Lauf. Wie gesagt, zwischendrin haben Sie die Möglichkeit, hier sich beim Veranstalter verwöhnen zu lassen. Wir sind mit der aktuellen Meldezahl über 3000 Läufer in diesem Jahr. Von meiner Sprecherkabine aus, von meinem Aussichtspunkt, von der Aussichtsplattform. Ein herrliches Bild über den wunderschönen Platz am Fuße der Martinuskirche hier in Pfalzdorf. Die 27. Auflage des Silvesterlaufes. Wir schauen auf die Uhr, 11:24, sehen zum ersten Mal das Polizeiauto. Wir befinden uns beim 10-Kilometer Hauptlauf der 27. Auflage des Silvesterlaufes. Und zum ersten Mal tauchen hier unsere Athleten auf, die ihrer Führungsarbeit gerecht werden. Das heißt für mich auf die Schnelle ein paar Stichpunkte, Startnummern derer, die hier als Favoriten gehandelt werden. Auf jeden Fall an zweiter Stelle Christopher Hahn und damit die Startnummer 2391, der Vorjahressieger Marc van Kessel. Den Weg zeigen, wo es lang geht. Und der hat ein wenig seine Startnummer unterm T-Shirt versteckt. 27 sowieso. Er hat mich. Und da haben wir die schnellste Dame, Annalena Dahlbeck, in Begleitung von Roland Schmitz, VfB Alemannia Pfalzdorf. Auf geht's, Annalena. Guido Jansen, ebenfalls DSV Wetzel, mit der Startnummer 25. Das ist André Siegers Allround Triathlon Team Kleve. Und da haben wir die dritte Frau. Lukas Klösters, VfB, Alemannia Pfalzdorf, Jürgen Metternich, Karl der Gräfliche, unser Ultraathlet vom Veranstalter VfB Alemannia Pfalzdorf. Manni reit im Trikot von Leichtathletik Nütterden im kommenden Jahr. Die beiden Termine habe ich Ihnen schon in den Kalender geschrieben. Und mit der 263 Ferdi Pellen, Team von Leichtathletik Nütterden. Annette Jürgen, auf geht's, Annette.
Jonathan Helm mit dabei. Gorissen Peters. Maria Voss im Trikot des TSV Wetzel. Mirko Reck, Volksbank, an der Nähe vom TV Elten, der Organisator des Kids Runs in Elten. Manfred Bayering, Leichtathletik Nütterden. Jos Hagen, Maria Nass, Elisabeth Nass im Trikot vom TSV Wetzel. Jörg Mechelen, haben wir mit dabei? Utz Peters und Philipp Arians, Feldwald- und Wiesenrunners aus Gelern-Hansjoachim. Achim Wolf mit seiner Tochter am Start. Ein wunderschönes Bild, Achim. Auf geht's in die nächste Runde. Mit am Start hier Karl Gerritsen vom SV 1927 Nütterden. Schön, Karl, dass du mit dabei bist. Auf dem Weg im kommenden Jahr ihren ersten Marathon laufen zu wollen. Doris Reit im Trikot von Leichtathletik Nüttern. Jörg Lagarden vom SV Viktoria Koch. Jens Perenboom, BV Sturm Wissel. Stefan Oppey, Meratiernahrung, einer unserer Hauptsponsoren hier bei dieser Veranstaltung. Christoph Langanke, das ist der Mann aus dem Rennstall Langanke. Auf geht's, Christoph. Wer hat dir das eingebrockt? Christoph, der Mann von der anderen Rheinseite. Die Silvesterparty hier auf den Straßen von Walsdorf. Was für ein herrliches Bild beim Hauptlauf über 10 Kilometer. Jochen Hogen im Trikot von Big Challenge und Georg Biedemann, der unterwegs die Flyer von Big Challenge verteilt. Ich hatte Ihnen ja erzählt, Big Challenge hat in diesem Jahr seine erste Großveranstaltung gehabt zugunsten der deutschen Krebshilfe, zugunsten der Krebsforschung, wo wir am längsten Kalendertag des Jahres mit über 230 Startern eine Summe für die Krebsforschung zusammengespart haben von über 220.000 Euro. Wir wollen im Jahr 2015 verdoppeln und das geht nur mit Ihrer Hilfe. Also wenn Sie gleich mal Zeit haben, gehen Sie zum Infostand vom Big Challenge und mein Freund Stefan Obgenort, Project Engineering. Seine Töchter haben vorhin 5 Kilometer gelaufen. Er hat auch verdoppelt. Er läuft 10. Der schnellste Mann, Marc van Kessel, der Sieger des letzten Jahres, geht in die zweite Runde. Christoph Verhalen. Auf geht's, Christoph. In die zweite Runde. Jawohl. Auf geht's, Christoph. Toi, toi, toi. Wir sehen uns in 10 Minuten auf der... Und?
unser Geburtstagskind mit der Startnummer 1634, Anke Kaisers. Der dritte Mann, Sebastian Rosenberg. Und jetzt dauert es nicht mehr lange. Ach, der liebe Weihnachtsmann. Ja, sicher. Josef verteilt Haribo-Tütchen unterwegs auf der Strecke. Und jetzt dauert es nicht mehr lange, bis die schnellste Frau in ihre nächste Runde geht, Annalena Dahlbeck. Sie wird hier unangefochten die Damenwertung gewinnen am heutigen Tag. Das steht schon fest. Und da sehen wir das nächste Streckenfahrrad. Hier müssen wir mal den Aufruf mit dem. Aber die kann man nicht sagen machen. So, mit Skinjungen, ihr macht immer eben diese Nummer. Yes! 27, 26. Dann ist das Hide Beckhaus, Two Sports Triathlon Team. Und da kommt Annalena Dahlbeck in Begleitung von Dave Möllers auf dem Weg. Nissing, Three Fun, Kleve e.V. Ralf Knurrer Adler Langlauf, Bottrop. Und Theo Heimanns, er kriegt den Sonderapplaus hier natürlich. Theo, toi, 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 für deine letzte Runde. Super, dass du mit dabei bist. Mit der Startnummer 30, Jon Doroy von ATV, Fenrei. Mit der 779 Peter Frankel, VfB Almania Pfalzdorf von der ersten Mannschaft. Das heißt, die Jungs, die können auch nicht nur gut Fußball spielen. Und schauen Sie mal hier, die Damen des DSV Weeze. Wunderschönes Bild. Jörg Schiolz, SV Siegfried, Matterborn, Uwe Jungmanns. Und wir erwarten die zweite Dame hier in dem Starterfeld. Und das dürfte dann Caroline Jürgen sein im Trikot von Leichtathletik. Nütterden. Einer aus der Familie Nass. Und da haben wir sie. Caroline Jürgen, die zweite Dame im Feld. Auf geht's, Caro. Michael Jansen, Elfeuer Klinik, Bettburg-Hau. Martin Olland, Rapid Ramirez. Stefan Friedmann. Jawohl, auf geht's. Super Bedingungen am heutigen Nachmittag hier. Mit der 304 Franz Fritsch, LG Alpen. Mit der 79 Lukas Zwiener, die Schleifer und die Zwerge. Rudi Jungwirt vom Mörser TV. Dann haben wir Detlef Hanisch, Ludger Heutgens, SV Viktoria Goch. Und in geballter Ladung wieder der TSV Witze. Theo Tonen, er macht hier Stimmung an der Laufstrecke. Malte Max, Hobbyläufer. Bochum mit der 1854. Bernd Heckmann, SOS Schalke. Er natürlich im Trikot von Nütterden. Jürgen Terlinden vom TV Rees. Karl Graf.
mit der 2725 Sonja Jasfeld, Two Sports Triathlon Team Reikefurz, Klaus Knirim. Auch er keinen Lauf ausgelassen hier in Pfalzdorf, solange es die Veranstaltung hier gibt. Leiterreiter vom Hamikelner SV. Sie haben natürlich hier Wilfried Rütt mit dabei. Vielleicht ein Leichtathletikmütter. Auf geht's, Wilfried. Und mit der Startnummer 2103, das ist Ellen Scheer, das sah auf dem Deich in Düffelbach schon richtig, richtig gut aus, was sie da gelaufen hat. Auch heute ganz weit vorne mit dabei bei den Damen. Ellen, auf geht's! Das ist ein super Rennen. Andreas Müller, André Jansen vom Triathlon Team TV in Skibahn. Dagmar Müller, SOS Schalke, Marianne Sprunk, ihre Titel, da kann man ganze Wände mit tapezieren, so viel hat sie schon erreicht. Und wir haben wieder Deadlifting wert, natürlich mit dabei. Heinz Schubert, Lauftreff, Hommersum. Annette, Jürgen, auf geht's, Annette. Letzteres Rund, komm. Angefeuert von ihrem Trainer. Irene Schäfer, Klaus Rodermann von der Lady Silvo und Rhein Niederrhein. Ganz toll, Klaus, dass ihr mit dabei seid. Daniel Giltjes vom TuS Santen, erste Mannschaft. Aus der Römerstadt, Roland Segers mit der 2185, Klaus Manten mit dabei. Und viermal die zwei, Maike Jasmin Stalder, Nils Rannert in Wachtendonk, auch da. Eine super gute Veranstaltung. Der Sieger des heutigen Tages ist 32:36. Wie schon im vergangenen Jahr, Marc van Kessel. Und Christopher Hallen, der Vorjahreszweite, auch in diesem Jahr der zweitschnellste des heutigen Tages unter 33. Sensationelle Zeit von beiden Läufern hier am heutigen Tag. Bei diesen tollen Bedingungen. Und der Drittplatzierte trägt das Trikot des TV Moers. Sebastian Rosenberg mit Bronze dekoriert am heutigen Tag. Und er wird sich richtig freuen. Jawohl, Sebastian. Ein schönes Bild mit beiden hochgerissenen Armen geht er hier über die Ziellinie. Der schnellste Mann beim 27. Silvesterlauf heißt Marc van Kessel und kommt aus den Niederlanden. Christoph Verhaal im Trikot des Dussanten dekoriert mit der Silbermedaille, der zweitschnellste am heutigen Tag. Und Sebastian Rosenberg. So, dann dauert es nicht mehr allzu lange, bis wir die schnellste Dame des heutigen Tages. Auch sie trägt das Trikot von Dussanten. Sie hat beim Nordrhein-Cross in Massenberg einen Startziel-Sieg hingelegt. Allererster Güteplatz, Annalena Dahlbeck. Die kleine, zierliche junge Dame mit dem blonden Zopf. Fraglich ist, in welcher Zeit sie die 10 Kilometer hier absolviert.
absolviert. Die Uhr wird gleich umspringen auf 35. Vorher haben wir da noch den ein oder anderen männlichen Vertreter. Aber viele kommen da nicht mehr, bis wir hier auf der Strecke die schnellste Dame begrüßen. Spätestens dann, wenn wir wieder Begleitfahrräder sehen. Und da haben wir unseren niederländischen Freund mit 35,28, Annalena, die schnellste Dame des heutigen Tages mit Daniel Mollers. Und welch eine sensationelle Zeit, Annalena, auf geht's, die letzten Meter, deutlich unter 36, unglaublich tolle Zeit. Die Dame ist sensationell gut trainiert. Herzlichen Glückwunsch der schnellsten Frau des heutigen Tages im Trikot des TuS Xanten. Martin Schumacher von der LG Alpen, der Letzte, der hier abbiegen darf. Und dann haben wir vom Hamikelner TV. Christian Wimmer und Roland Schmitz, das interne Duell, LV Marathon und VfB Alemannia Pfalzdorf. Auch Roland Schmitz bei den Nordrhein-Cross in Wassenberg. So eine tolle Zeit gelaufen, ein tolles Rennen gemacht. Hier und heute in seiner Altersklasse, ganz weit vorne. Twan Lenzen von Zipplern-Leinmichen, der nächste Mann auf der Finisherleine. Klaus Nissing vom Dreamfun Kleve e.V. mit der 19,29. Und da kommt er, vorhin schon bei 5 am Start, jetzt bei 10. Theo Eimanns vom VfB Alemannia Pfalzdorf. Theo, das ist dein Applaus. Dein verdienter Applaus. 37,08. Es ist unfassbar, wo der Mann diese Kraft, diese Energie hernimmt. Marcel Martens, ATV Fenrei, ein Jung Droi, ATV Fenrei auf der Zielgeraden. Wir warten auf die zweite Dame. Vorher haben wir aber noch mit Marc Hubert, DSV Wesel, den nächsten jungen Mann auf der Zielbahn. Peter Franke vom BIM Alemannia, erste Mannschaft. So, jetzt warten wir auf Caroline Jürgen, denn sie wird die zweite Dame hier sein. 39,46 ist der alte Kreisrekord. Auf geht Stefan in die nächste Runde für Project Engineering. Worldwide. Auf der Zielgeraden. So bist du bis heute meine Liebe. Du bist alles, was du nicht selbst. Weitere Läufer. Mike Klaassen von der LG Alpen. Jörg Schirls im gelben Dress des SV. Siegfried Matterborn. Und dann haben wir einen Läufer von Leichtathletik Nütterden aus dem Hause Nass. Oliver, herzlichen Glückwunsch. Und damit die zweite Dame und 39, 32, 33, Caroline Jürgen. Auf geht's, Caro. Nochmal die letzten Meter für den Kreisrekord. 39,40. Jawohl. Frank Dombeck im Trikot.
vor Marathon Kleve. Und schauen Sie mal da im Trikot von Hünderden. Frank Ducking. Lukas Swina für den KSV Kevela. Ralf von der Heiden, TV Altenberg. So, und während jetzt hier die Läufer nach und nach ins Ziel einlaufen, der nächste Stefan Riedmann mit einer tollen Zeit. Da beginnen alle, die frohe Kunde machen, von Theo Sprenger vom Ghana-Kreis. Es sind bis jetzt schon über 1.800 Euro durch die Rückgabe der Startnummern gespendet worden am heutigen Tag. Also, wir sind da auf einem sensationell guten Weg, die 2000er-Grenze hier und heute zu knacken, wenn da gleich nochmal alle Läufer des 10-Kilometer-Laufes ihre Startnummer spenden, dann ist das kein Problem. Ludger Heutgens, SV Victoria, Gok, Mark, Thies Baubels, Pilraners und Theo Thunen vom TSV Witze. Und der Fan des ersten FC Köln aus dem Rennstall Langanke, Clemens, der Mann von der anderen Rheinseite, wenn der wüsste, was er sich da eingebrockt hat heute. Auf geht's, Clemens, nur noch ein kleines Ründchen. Paul Klaassen, ATV-Fanreihe, der nächste auf der Ziel. Achim Sprung fürs Reisebüro Jentsch. Jan Stoppels und Jutta Bino auf der Zielgerade von Schalke 04. Helmut Leigraf trägt das Trikot von Leichtathletik Nütterden. André Zegers, auch er 10 Kilometer absolviert. Guido Jansen, die letzten Meter. Das Kneifen in der Wade. Guido, das schaffst du, auf geht's. Sibylle Möllensieb von Schalke. Stefan Tyson, Allround-Triathlon-Team Kleve. Karl, der Gräfliche, hier aus Walsdorf, unser Ultraläufer, 08, Genne. Winfried Rötz, oh, ja. Tolle Zeit. Thomas Rosenkranz, vom Triangle Kempen. Jonathan Helm mit der 14,55. Und jeder Meter zählt hier auf der Zielgeraden. Da werden nochmal richtig Kräfte freigesetzt. Christoph Schulte, Werflinghoff, GSV Geldern, Fußball mit dabei. Hier. Michael Ausgen, der Mann aus Dres. Ellen Scheer, herzlichen Glückwunsch, Ellen. Super Zeit, 45.00. Ja, das konnte man in Düffelbad schon sehen, dass das richtig gut geht. Heinz Schubert, Lauftreff, Hommersohn. Marianne Sprung von SV Victoria Goch. Herzlichen Glückwunsch, Marianne. In der B65 unterwegs Dagmar Müller von Schalke 04. Unsere treuen Gäste, die immer zu unserer Silvesterlaufveranstaltung kommen. Dirk Hütting, Däumlinge and Friends. Annette Jürgen.
Annette, dir sei gesagt, deine Tochter hat ein super Rennen gemacht. Ferdi Pell, Detlef Ingenwert. Mit einer super Zeit hat er seine Athletin hier über die Strecke begleitet. Das ist tolle Trainerarbeit. Rick Krämer, Wolfgang Schmidt vom Mörser TV. Der Verein, der heute den Drittplatzierten gestellt hat, mit so viel Freude wie Sebastian Rosenberg. Das habe ich selten erlebt. Peter Schauten, Stadtsparkasse Emmerich. Guido Backes vom SV Strahlen. Ja, und nehmen Sie den Rhythmus der Musik einfach mit. Nehmen Sie die gute Stimmung mit nach Hause. Alle die, die jetzt schon den Heimweg antreten. Und hier unsere herrlichen Körperinnen vom TSV Wilze. Ja, seid ihr gegrüßt hier auf der Laufstrecke. Ein wunderschönes Bild. Richtig Spaß auf der Laufstrecke und sie machen Freude. Und da sehen wir den Trainer vom Sebastian Rosenberg hier vor mir vor der Sprechertribüne. Herzlichen Glückwunsch an ihn nochmal zu diesem tollen Erfolg seines Athleten. Remmen unterwegs für Haus Freudenberg. Das ist immer toll, dass solche Einrichtungen auch so stark vertreten sind. Simon Schilinski, der Mann aus Kemela. Devin Welke auf der Zielgeraden. Manfred Beiering im Trikot von Leichtathletik Nütterden. Und jetzt kommen sie scharenweise. Manni Klassen aus Nütterden. Jos Hagen. Jörg Mechelen. Willem Fink, Vitesse 08. Und André Fischer von der WSC Emmerich. Peters, auch er 10 Kilometer in der tollen Zeit. Unter 50 Minuten sind wir jetzt immer noch. Das heißt, er wird auch noch unter 5 Minuten Schnitt gelaufen pro Kilometer. Das sind doch immer noch für einen Volkslauf tolle Zeiten. Marc Klaasens, ATV Venray. Lukas Giedricker vom TV Kochen. Und hier wird um jeden Meter gekämpft auf der Zielgeraden. Sie wissen ja, es gibt diese tollen Finisher-Bilder. Die letzten Meter im Zielkanal, die werden alle festgehalten. Die können Sie heute Abend, spätestens morgen im Internet sehen. Lukas Grubdörn, Piet Lumbosch. Der Mann aus der Altersklasse M70. Sensationell. Und schauen Sie mal, was der Mann laufen kann auf den letzten Metern. Ich weiß, dass uns nichts passieren kann. Achim Wolf. Und Elisabeth Nass. Alexandra, auf geht's. Die letzten Meter. Jawohl, und aus
Donsbrüggen. Johannes wird sich freuen an seine Frau mit einer tollen Zeit im Ziel. Hilde Tissen, 50 und ein paar kleine. Das ist doch eine tolle Zeit. Susanne Bockhorn vom TV Koch. Ihre Tochter hat vorhin den Bambini-Lauf gewonnen bei den Mädels. Ja, Johannes, da kannst du froh sein. Sie hat es toll gemacht. Gratuliere. Wir sehen uns heute Abend. Ich freue mich auf ein kühles Blondes. Ach, wenn dann so die Kehle runtergeht. Also, erstmal sind wir noch hier beim Silvesterlauf. In Pfalzow, Karl Gerritsen, SV 1927 in Nürnberg. Karl, sensationell gut. Schau mal auf die Uhr. Ja, da freut man sich doch. Herzlichen Glückwunsch, Doris Reit, Leichtathletik, Nürnberg. Und wir haben jetzt natürlich immer noch Läuferinnen und Läufer, die auf den letzten Metern Richtung Ziel unterwegs sind, die auch hier von ihren Angehörigen, von ihren Freunden, von ihren Nachbarn den verdienten Applaus bekommen. Wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt ein Fazit ziehen dürfen, dann können wir sagen, das war eine geniale Auflage. Die 27. Auflage des Silvesterlaufes 2014 hier in Pfalzdorf mit einigen Neuerungen. Wir haben wunderschöne Finisher-Fotos. Wir haben zum ersten Mal Dave Möllers mit seinem Team mit dabei. Wir haben die Zahl der Aktiven über 3000 geschraubt. Wir hatten über 3000 Aktive am Start.